So hat es viel getönt in den letzten Wochen. Wir haben einen Film gedreht. Mit 15 Schauspielern und einer Schar von Technikern haben wir in den letzten Wochen gedreht, haben geschnitten, haben Musik gesucht. Und ich bin wirklich begeistert über die Kreativität, über die Leidenschaft, die alle die Leute an den Tag gelegt haben, damit wir einen neuen Film machen können. Der Film, der nimmt die Dynamik der Ostergeschichte auf. Und wir wünschen uns, dass der Film uns ganz neu in Berührung bringt mit der Geschichte von Karfreitag und Ostern. Wenn ich in Krimi schaue, dann steht ja von Anfang an die Frage immer um, wer ist der Mörder, wer ist der Täter? Bei gewissen Filmen ist das ganz einfach, es ist der mit dem bösen Blick und der böse lacht. Und noch einfacher ist dann, wenn wir den Film schon mal gesehen haben, dann wissen wir es ja schon. Und wissen schon, das sind die Bösewichte. Und ich bin dann auch sehr schnell mit einer so inneren Linie ziehen, da sind die Bösen, da bin ich. Und ein bisschen ähnlich ist es ja auch bei der Passionsgeschichte. Auch da wissen wir schon, wer der Mörder ist. Auch da wird jemand ermordet. Und auch da bin ich schnell, um die Linie zu ziehen und zu sagen, die und nicht ich. Aber eigentlich ist die Geschichte in der Bibel eine Einladung, uns auf der Täterseite zu finden, als Mitglied der Spezies Mensch, wo Gott zu uns kommt und wir ihn aber nicht wollen, wir mit Widerstand reagieren. Und das haben wir versucht, mit dem Film ein bisschen darzustellen. Wir haben die ganze Dynamik von dieser Geschichte in ein Mehrfamilienhaus verlegt mit verschiedenen Bewohnern und wollen so darstellen, wie es eben uns könnte gehen, wenn Gott zu uns kommt und wo wir mit Widerstand reagieren. Die biblische Passionsgeschichte, die soll unseren Spiegel vor den Kopf haben. Und der Film, den wir gedreht haben, soll zu dem dienen. Jetzt, wie kommt man zu diesem Film? Ganz einfach, wir werden vom 3. bis am 17. April jeweils täglich eine Folge ausstrahlen. Und man kommt zu diesem Film, indem man entweder den YouTube-Kanal abonniert oder auf der Webseite immer wieder schaut, da wird die aktuellste Folge immer am Morgen aufgeschaltet. Und es ist auch so, dass wir im April in den Gottesdiensten die Geschichte werden aufnehmen und uns eben den Spiegel vor den Kopf halten. Und es ist auch die Möglichkeit, zusammenzukommen hier, und zwar in der Karwoche, werden wir immer am Abend, am 7. hier eine Veranstaltung durchführen, wo wir eben die Episoden von diesem Film schauen, wo wir die passenden Bibeltexte dazu lesen und miteinander so ins Gespräch kommen. Und für das lade ich uns alle herzlich ein. Ich lade uns auch ein, die Geschichte mit anderen zu teilen. Wenn Leute fragend werden über die Ostergeschichte, dann ist etwas Gutes passiert. Dann wird nämlich die Geschichte ein Teil von unserem Leben. Und das ist die Vision, das ist der Wunsch und die Sehnsucht von dem, was wir hier in Angriff genommen haben. Ja, also sind wir gespannt auf eure Reaktionen und das, was der Film mit uns machen wird. Und wenn der Film eher so ein bisschen auf das menschliche Herz und auf unsere Abgründe, sage ich jetzt mal, ein bisschen, fokussiert, dann freue ich mich umso mehr auf den Ostersonntag, wo dann Gottes Antwort auf unseren Widerstand ins Zentrum rückt und zeigt, wie er uns trotz unseren Widerstand uns immer wieder seine Hand hinhaltet und einlädt. Spiegelgasse 10, so heisst der Film. Und wir freuen uns, mit euch in die Geschichte einzutauchen und die Geschichte mit unseren Menschen um uns herum zu teilen.